Das integrierte Bildbearbeitungsprogramm. Im folgenden Film zeigen wir Ihnen, wie Sie innerhalb der Websystemadministration Bilder bearbeiten und somit optimieren und verkleinern können. Und zwar in unserem integrierten Bildbearbeitungsprogramm. Eine sehr rasche Möglichkeit, ein bereits im System hochgeladenes Bild zu optimieren, ist die Bearbeitung des Bildes im integrierten Bildbearbeitungsprogramm. Das heißt, dass Sie ein Bild, das Sie bereits im System hochgeladen haben, nicht außerhalb des Systems bearbeiten müssen, um dieses nochmal hochzuladen, sondern Sie können das Bild direkt im System verkleinern und damit optimieren. Hierzu öffnen wir in der Website-Administration im Website Creator die Seite, in die das Bild integriert wurde, mit Klick auf Seite editieren und gelangen damit in den Online-Editor. Verkleinern Sie das Bild nicht durch Ziehen mit der Maus. Einerseits wird das Bild in vielen Browsern nicht proportional verkleinert, das heißt, es kann zu Verzerrungen führen. Andererseits verkleinern Sie zwar das Bild in der Pixelgröße, also in der Breite und in der Höhe, nicht aber in der Dateigröße der Datenmenge. Die bleibt so groß, wie sie ist. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie Ihr Bild schnell und einfach verkleinern und damit für das Internet optimieren können. Entweder Sie öffnen die Bilderverwaltung mit Klick auf das Symbol Bild einfügen, verändern oder Sie doppelklicken auf das Bild und gelangen direkt in das Bildverzeichnis, in dem das Bild liegt. Die hier hochgeladenen Bilder werden vordergründig für Inhaltsseiten verwendet. Das heißt, finden sich in Kombination mit frei erstellten Texten und die Bilder können frei und flexibel mit den Texten gestaltet werden. Sollten Sie die Gestaltung von Seiten mittels Seitenvorlagen bevorzugen, müssten Sie dieses Bild nicht bearbeiten, da die Seitenvorlagen die Bilder automatisch optimieren. Mehr zur schnellen und einfachen Gestaltung von Seiten mittels Seitenvorlagen erfahren Sie in unserem Hilfefilm zu diesem Thema. Sowohl für die Bildverzeichnisse als auch für die Bilder selbst gibt es zwei Ansichten. Die Miniaturansicht, wo Sie das Bild in einer kleinen Vorschau sehen, und die Listenansicht, wo Sie beim Bild wichtige Informationen zum Bild erhalten. Und zwar, wie schwer ist das Bild und wie groß ist das Bild. Das heißt, was ist die Dateigröße des Bildes in Kilobyte und was ist die Pixelgröße des Bildes, die Höhe und die Breite des Bildes. Diese Bildgröße eignet sich viel eher für die Bildergalerien mit den Diashows. Hierzu erfahren Sie mehr in weiteren Teilen dieser Reihe zu Bildern im Internet. Für unsere Internetpräsenz ist das Bild zu groß und wir wollen es verkleinern. Sowohl in der Listenansicht als auch in der Miniaturansicht finden Sie das Symbol zum Bearbeiten des Bildes, einen kleinen Stift. Diesen klicken wir an und wir gelangen in das integrierte Bearbeitungsprogramm. Machen Sie das Fenster bei Bedarf größer, sodass Sie das Bild im Ganzen sehen können. Da wir das Bild verkleinern wollen, klicken wir auf Größe ändern. Sie können hier das Bild händisch verkleinern, einfach mit der Maus kleiner ziehen. Die Proportionen bleiben hier immer die gleichen. Das liegt daran, dass hier oben bei Proportionen beibehalten das Häkchen aktiviert ist. Nehmen Sie hier das Häkchen raus, könnten Sie auch Proportionen verändern. Wir empfehlen allerdings, das Häkchen zu belassen, um ungewollte Verzerrungen im Bild zu vermeiden. Wollen Sie andere Proportionen im Bild, so machen Sie dies mit der Funktion Beschneiden, auf die wir in Kürze kommen werden. Zurück zum Verkleinern von Bildern. Abgesehen von der händischen Verkleinerung, die auch ziemlich ungenau sein kann in der Pixelgröße, können Sie hier die exakte Pixelgröße einfach eingeben. Geben Sie die Breite ein, verändert sich die Höhe automatisch proportional. Das Ganze funktioniert gleichermaßen umgekehrt. Mit Klick auf das grüne Häkchen, das heißt auf OK, bestätigen Sie Ihre Bearbeitung. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, klicken Sie unten auf Speichern,
können optional noch den Namen des bearbeiteten Bildes ändern. Achten Sie auf internetkonforme Zeichen, können noch auf Wunsch das Format ändern und etwaige Qualitätseinstellungen tätigen, wobei die Standardeinstellungen ohne weiteres übernommen werden können. Ein letzter Klick auf Speichern und das bearbeitete Bild wird als neue Version im gleichen Bildverzeichnis abgelegt und nun können Sie das große Bild durch das kleine Bild ersetzen. Eine weitere Möglichkeit, Bilder zu verkleinern, ist der Bildausschnitt. Wir bearbeiten das große Bild nochmal. Jetzt klicken wir aber nicht auf Größe ändern, sondern auf Beschneiden. Auch hier können Sie sowohl händisch als auch maßgeschneidert beschneiden. Händisch einfach den Bildausschnitt ziehen, den Sie haben wollen und mit OK bestätigen. Maßgeschneidert geben Sie wiederum die exakte Breite und Höhe des Bildes ein, können entweder diesen Bildausschnitt frei verschieben oder durch Eingabe von Werten in die X-Achse und in die Y-Achse. Mit OK bestätigen Sie wiederum Ihre Bearbeitung. Wir speichern nun auch diese Bearbeitung des Bildes und es legt sich automatisch eine weitere bearbeitete Version des Ursprungsbildes in das gleiche Verzeichnis. Jetzt können Sie das integrierte große Bild durch eines der beiden optimierten Bilder ersetzen. Einfach das optimierte Bild wählen, die entsprechenden Einstellungen tätigen, OK und das große Bild wurde durch das optimierte kleinere Bild ersetzt. Mit Speichern werden Ihre Änderungen auch online angezeigt.